Ja, Sidney Corbett, wir freuen uns natürlich besonders, dass du als einer der lokal in der Region aktivsten der neuen Musik beiträgst zur Biennale, die ja auch mit deiner Idee war. Du hast ein Stück über Ernst Bloch geschrieben, unter anderem Utopie und Nähe. Also Utopie im Titel ist ja schon ein Verweis auf Ernst Bloch. Wie kam es dazu? Ja, ich war auch zunächst nicht ganz sicher, ob ich dann wirklich Texte finden würde von Bloch, die auch für eine Vertonung oder für eine musikalische Darstellung eignen würden. Ich habe ja Philosophie studiert und habe vorher schon viel Bloch gelesen. Ich war ja in San Diego, als Marcuse noch lebte, und Bloch war ja schon ein Thema, obwohl nicht mehr, Marcuse lehrte nicht mehr, aber war da. Und insofern war er mir immer ein Begriff. Die Texte sind sehr kompliziert und teilweise etwas sperrig, und deswegen war die erste Lektüre ein bisschen ernüchternd. Aber dann fand ich. Das war noch auf Englisch, also gibt es Nee, Deutsch, Englische? nee, aus Okay. Deutsch. Das traue ich mir zu. Damals habe ich ihn nicht gelesen, ich wusste nur, wer das war. Ja. Nein, ich habe tatsächlich erst wirklich ihn gelesen. Vor ein paar Jahren habe ich auch sein Prinzip Hoffnung gelesen, die drei Bänder. Und daraus habe ich nichts genommen, weil die sind für mich sehr, sehr stark belegt, und auch die führen ein bisschen weg von was ich gefunden habe an den Texten von ihm, sowohl die frühen als auch die späten, nämlich diese Suche nach innen, ist eine Art von Ausleuchten der Innenräume. Und diese Verbindung zwischen seinem tief geglaubten Marxismus auf der einen Seite und dieser Art von atheistischen Mystizismus auf der anderen. Diese Suche nach einer Art Gottersatz oder einer Art von einem Begriff von Gott, der jenseits von Gott selber ist. Irgendwie, die hat mit Ethik zu tun, aber auch mit Befreiung aus meiner Sicht. Und diese Befreiung geht erstmal nach innen. Da muss erstmal der Geist befreit werden von den ganzen Schleiern, fast buddhistisch irgendwie, Ja. um dann nach außen zu wirken. Und das findet man in allen seinen Texten, in den frühen. Ich habe aus der Geist der Utopie die ersten Texte genommen, so in der ersten Fassung. So Ende des Ersten Weltkriegs, Ja, das so ist ja. 1916, erstaunlich mitten im Krieg, hat er Ja. diese Vorstellung von Utopie geschrieben. Also, ich meine, wenn du überlegst, so Berg war im Krieg und Franz Marc ist da gestorben, so, was für eine schreckliche Zeit das war. Und was tut Bloch, er schreibt an der Front im Geist der Utopie. Also er hat auch die Zettel in seiner Uniform gehabt, in dem Graben. Und crazy, ne? Und da ist ja Oder, schon ein ganzes größeres Kapitel über Musik drin. ja, genau, Musik. das habe ich auch gelesen. Also ich fand offen gestanden, dass vieles in seiner Betrachtung der Musik für mich gar nicht, stimmt nicht über meine Vorstellung für Musik. So, weil die Dinge, Ja. die er sagt, auch diese Wagner-Liebe, auch okay, mein Gott, ja, aber auch so manche Dinge, so wie er dann polemisiert und auch wirklich dann qualitative Unterschiede macht und ja, und auch dass dieser Fortschrittsgedanke, dass da die alte Musik quasi eine Vorbereitung war für das Kommende, ist für mich völlig unhaltbar. Ich meine, das würde heißen, dass Berg ein großer Komponist war, weil ich auskenne. Das ist einfach idiotisch aus meiner Sicht. Also diese Ja, der Fortschrittsgedanke. Fortschrittsgedanke in Musik existiert für mich nicht. Ja. Ist einfach nur eine Frage von, welche Fragen sind in einer bestimmten Zeit aktuell und wie beantwortet die. Aber das ist kein qualitativer Unterschied. Jedenfalls dann, was mir auch gefallen ist, ist immer dieses Gespräch mit sich selbst. Wir hören nur uns selber. Es wird bald dunkel. Diese ganze Suche nach diesen inneren Räumen, und daraus entstand für mich die Idee einer Art polyphone Ich-Monolog. Das schien mir ein gangbarer Weg für die Musik Ja. auch. Und Es gibt ja noch, also als besonderes Ich vielleicht, ich weiß nicht, wie das, die Solo-Geige, die ja, integriert ist, also wie so genau. eine noch intensivere Stimme. Ja, die ist auch eine Art Begleiterin, eine Kombinatorin und teilweise auch eine Verführerin, die auch über dem schwebt sozusagen. Ein bisschen so ein Geist, der von oben herab guckt auf dem strebenden Mensch sozusagen. Und auch teilweise auch in meiner Vorstellung eine Art Oase ist. Teilweise auch eine Kindheitsgeschichte. Es gibt so ein paar ganz kindliche Stellen für die Geige, die auch. Und auch der Schluss, diese verträumte Leonardo-Stelle, die auch ein bisschen, meine Frau hat sie wie ein beschwipster Kindergeburtstag beschrieben. Also das ist diese völlig andere Welt. Aber ich glaube, da tatsächlich auch eine Bloch hat eine etwas merkwürdige Kindheit. Und ich glaube, dass ein Teil von seinem Traum war,
eine nie wirklich gelebte Kindheit zu vorstellen. Mhm. Also, und das hat mich, da ich selber drei Kinder hatte, hat mich sehr gerührt, diese Verbindung, die ihr sucht, ist so eine Kindheit, die es nicht gab, sozusagen. Und ja. Das fand ich auch in den Texten, auch in den philosophischen Texten, auch erkennbar. Dadurch entstand eben diese Art von Dramaturgie für das Stück. Und es gibt ja noch andere Textebenen aus dem Buch Hiob, ja. Und von Leonardo. Sind ja. Das, kommen die als Zitate schon bei Bloch vor oder hast du die selber? Also diese Hiob-Zitat habe ich auf meinem Schreibtisch seit Jahren. Aber als wir dann angefangen haben, das Werk zu schreiben, dann dachte ich ja, da, genau hier im dritten Satz, Ortungen, wo auch der Ort quasi beschrieben wird in dem Stück. Da dachte ich, wo ist die Urquelle des Lichtes, wo wohnt das Finsternis? Auf Hebräisch, dass das Unweilblock auch mit seinem eigenen Judentum sehr haderte und hat auch so ein sehr komplexes, teilweise problematisches Verhältnis zu Judentum, dachte ich auch, dass das auch passt. Ja. In diese etwas, was ich liebe an Block ist, es ist nie glatt. Deswegen auch habe ich am Ende des ersten Satzes den Satz reingeführt, wer leben will, muss sich nicht belügen. Mhm. Das ist immer diesen Zweifel, immer diese Art von Selbstzerfleischung. Es ist ein sehr großer Teil von Bloch. Und die Geschichte von Hiob, es gibt, ich bin kein Theologe, aber man kann durchaus ein Licht werfen auf die Hiob-Geschichte und auch Blochs Lebensgeschichte und da findet man was. Ja. Und dann der Leonardo, das ist auch so, dass er hat dieses wunderbare Buch geschrieben über Avicenna, der große Gelehrte Nordafrikas aus dem Mittelalter. Ja. Und am Anfang von diesem Buch hat er diesen Zitat von Leonardo. Also du hast nicht nur die Hauptwerke von Bloch gelesen, sondern mehr. Ne? Ja, ich habe viel mehr. Ich bin auch so erstens eine Leserwarte von sich aus und wir kennen uns ja lange. Also ich also wenn ich sowas mache, dann brauche ich diese Gründlichkeit. Ich muss auch wissen, was ich tue. So, ne? Ja. Also Leonardo ist auch mit drin und Hiob wird auf Hebräisch gesungen. Ja, genau. Der hat irgendwie das müsste irgendwie sein. Wenn Hiob, dann auf Hebräisch. Ja. Aber auch die Farbe ist auch schön. Und dann auch gesprochen auf Deutsch, dass man das auch verfolgen kann oder auch gesungen. Und wir haben auch Nurit, die ist Israelin. Und es hat irgendwie eine Hebräisch ist in gewisser Weise auch eine Heimat. Ja. Eine vielleicht auch ähnlich wie die Kindheit, vielleicht verlorene oder komplex besetzte, aber dennoch eine Heimat. Ja. Hör mal, also zum Beispiel Kafka sogar wollte Hebräisch lernen. Ja, natürlich, ja. Übungshefte voll. Ja. Also es sind, glaube ich, noch, damit die Leute sich nicht denken, sie hätten sich verhört, es kommen noch Nebeninstrumente bei den Sängern, nämlich Triangeln. Ja. Genau, es gibt einen Triangle, der auch so einfach so eine Art Schwingung bringt. Eigentlich sehe ich die Triangle aus einer Art Harmonie. Das ist ein Harmonieinstrument. Es gibt auch diese verschiedenen Spektren. Und ich fand es auch wichtig, weil diese A Cappella, ich weiß auch ein bisschen Farbe reinbringen. Und Triangle ist auch ein Instrument, was einem sehr zumutbar ist. Also, weil meine Stücke sind schwer, die müssen sich konzentrieren, aber das dachte ich, ging so. Und dann eben am Schluss kommt auch noch zwei Mundharmonikas und eine pfeift. Ja. Genau, und dann auch ein Sänger macht einfach mit dem Mund ein K-Geräusch, so ein Schlagzeuggeräusch. Ja. Das muss jeder Hörer selber merken an der Stelle, aber wir haben jetzt schon mal darauf aufmerksam gemacht. Ja. Wann es kommt, ist eine andere Frage. Ja, ja, genau, also, das hören wir dann, wenn wir dann das Video hören. Ja, es wird spannend. Wir hoffen natürlich, das auch nochmal mit viel Publikum aufzuführen. Ja, das hoffe ich auch sehr. Ich würde es wahnsinnig freuen, wenn wir das machen können, live. Weil, wenn es selbst hier heute diese Generalprobe, wo 10 Seelen da dran oder so, war es trotzdem so schön. Also wirklich dann diese Kontakt zu den Menschen. Naja, hoffen wir mal, dass das so weitergeht. Ja, das hoffe ich auch sehr. Ja, natürlich. Aber an der Musik soll es nicht scheitern. Ist fertig. Ja, die ist fertig und das Stück liegt vor und auch ist einstudiert. Und das Tolle an einer zweiten Aufführung ist, dass wenn man dazukommt, nach einer Weile, wenn es auch ein bisschen gesetzt hat, dann sind die Proben ganz anders. Ja. Ja, und darauf freue ich mich. Ja. Und es ist das erste Stück jetzt, was für die erste Biennale für neue Musik in der Metropolregion fertig aufgeführt wird. Ja, das ist eine große Freude und auch eine Ehre für mich. Und wie du weißt, Marc, wir haben ja jahrelang, seit, weiß nicht, 4 Jahren versucht, diese Traum von einer Biennale für unsere Region zu schaffen. Ja. Und wir haben es auch geschafft. Und dann kommt im letzten Moment noch. Und dann kommt irgendwie die Pest. Ja, und irgendwie eine noch größere Sache. Ja. Ja, ja.
Vielen Dank, sehr gerne, Marc. Und wir freuen uns auf das Stück, was jetzt zu hören sein wird. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für das Zuschauen. Danke. Danke.